Na gut, das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Die Türen da unten sind immer noch zu. Gehen wir mal zurück zum Teleporter und versuchen jetzt mit dem Schalter irgendwas anderes zu machen. Oder mit dem Stein hier. Dadurch ging nur die Tür hier auf. Türen sind immer noch offen und die Tür ist ja auch auf, obwohl ich den Schalter betätigt habe. Jetzt ist die Tür zu. Können wir jetzt durch den Teleporter? Nein. Können wir jetzt neu was durchschmeißen? Ja, aber es kommt kein Klickgeräusch. Tür ist immer noch zu. Wir können immer noch nicht durch. Wir haben langsam Lizenz zum Schmeißen. Können schmeißen, aber kein Klickgeräusch. Und so kommen wir wieder raus. Die Türen haben sich immer noch nicht geöffnet. Na gut, dann gehen wir einfach mal eine Etage höher. Vielleicht finden wir da irgendeinen Hinweis oder einen Schalter, der das Ganze öffnet. Also wir müssen 1, 2, 3, 4, 5 Säulen weiter. 2, 3, 4, 5. Oh, wir müssen noch ein bisschen weiter. Und dann rechts rum. Und ein Stockwerk höher. Da müsste es theoretisch ja ein bisschen enger sein. Außer wir sind auf dem Unterdeck. Also untersten Deck. Ich höre Zombie-Piraten. Da wäre schon mal einer. Und ein weiteres Herz. Allzu viele fehlen hier nicht mehr. Das ist aber ganz schön komisch gebautes Schiff. Sind da zwei hintereinander? Oh ja, und noch ein Herz, wir haben gleich alle. Oh, auf die Lebenspunkte achten, das wird langsam knapp. Nochmal eine Heilung hinterher. Und ja, sollen wir erstmal zu Ende erforschen oder schnell die Herzen abgeben, wenn wir noch einen finden? Sollten lieber erstmal erforschen, hm? Nur für den Fall, dass die Krake uns rausschmeißt oder irgendwas in der Richtung. Oh, nicht umzingeln lassen. Oh, zu spät. Wir können nicht mehr weg. Hä? Der zweite ist weggelaufen? Das ist ja schön blöd. Aber naja, umso besser für uns. Hinterher, hinterher, da ist er. So, schmeißen wir mal ein, zwei Heiltränke rein. Ja, wirklich sehr komisch gebaut. Also wir müssen ja theoretisch diese Treppe hier raufsetzen. Naja, doch, noch geht es von der Logik her. Aber da muss hier gleich irgendein großer Raum rechts rum sein. Ein Stein? Wollen die mich veräppeln? Na gut. Ich habe auch immer einen riesigen Stein in meinem Bett. Vielleicht können wir den Stein mit dem Windzauber bewegen. Das hätte was. Weil es mir diese Planken die Wege versperren. Aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht auch Zauber durchlassen. Also wenn dahinter irgendwas wäre, dass wir
durchpusten können und das dadurch manipulieren. Das müssen wir mal ausprobieren, wenn sich sowas ergibt. So, mehr Zombie-Piraten, die weglaufen. Ja, wir sind schwach und unbeweglich. 3 Stärke und 3 Bewegung schon. Oh, und da ist der nächste Pirat. Und hier ist ein Gegenstand. Ah, ja toll. Ein Fass, das wir nicht benutzen können. Na gut, dann heilen wir uns jetzt noch einmal. Bringen den Piraten um und dann rasten wir ein bisschen länger. Denn wir haben zwar ein paar Heiltränke über, aber wir sollten die nicht alle auf einmal verschwenden. Oh, und noch ein Herz. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Obwohl, nee, eins fehlt noch. Aber gut, das machen wir dann nächstes Mal. Bis später. So, da wären wir wieder. Und auf der Suche nach dem letzten Zombie-Herz durchstreifen wir jetzt das Oberdeck. Okay, das klingt ein wenig makaber. Aber so ist es halt. Wir brauchen Zombie-Herzen, um eine Dämonenkrake zu füttern, damit sie uns verrät, wie man ein unheiliges Objekt herstellt. Wir sind schon richtige Helden. So, wo müssen wir lang? Oh, zurück und da runter. Aber selbst wenn wir das letzte Herz haben, schauen wir uns hier noch zu Ende um. Ich habe hier immer noch die Hoffnung, dass ich endlich irgendwann irgendwo eine neue Rüstung finde. Und das werden wir nicht, wenn wir Sachen auslassen. Höchstwahrscheinlich ist es genau die Kiste, die wir dann auslassen, wo es drin war. Trank der verbesserten Sterblichkeit, dauerhaft 1d10 Trefferpunkte. Schön, schön. Da speichern wir nochmal kurz ab. Nur für den Fall, dass es 1 bis 4 werden. Und 4. Na komm. Das laden wir kurz. 8. Das ist doch schon besser, um nicht zu sagen doppelt so viel. So, hier haben wir dann auch alles, warum auch immer da grüne Dinger sind. Grüne Dinger sind minus Stärke. Aber da kommen wir so nicht hin. Also gehen wir zu meinem Freund, dem Stein. Der da so komisch rumstand und schauen, ob wir ihn wegpusten können. Ja, hier. Da ist der Stein, von da aus können wir auch nicht durchgucken. Da sind keine Planken oder dergleichen. Anhauen können wir ihn nicht und wenn wir ihn pusten, würden wir gegen die Wand pusten. Das ist schon komisch. Auch komisch ist der Raum da. Ist hier vielleicht irgendwo eine Geheim... Ah, Wand. Jetzt rollt der Stein, ha? Ja. Schön, schön. Also ja, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, die Wände flackern, wenn sie Geheimwände sind. Also sind sie nicht wirklich geheim. Wenn man das jetzt mit Dungeon Master vergleicht, da muss man wirklich gegen jede Wand gegenklopfen oder gegenlaufen, um zu testen, ob es eine Geheimwand ist. Das finde ich aber auch irgendwie ein bisschen interessanter und schwieriger. So, was hat uns das jetzt gebracht? Hier ist nichts, aber irgendwo wird wohl eine Tür aufgegangen sein. Also schauen wir mal da weiter, da wartet auch schon ein Zombie auf uns. Und trägt sein Herz vor sich her. Na, mal gucken. Das ist übrigens auch ein sehr makaberes Sprichwort. Das gab es mal in einer Fernsehserie. Das war ganz schön eklig. Aber lass uns. Oh, kein Herz, dafür ein Perlmutt-Schlangenschlüssel. Apropos pervers und eklig. So, Schlüssel weg. Hier ist eine Sackgasse, aber dahinter ist eine Druckplatte. Können wir da was durchwerfen? Stein ist zu schwer, werfen wir mal einen Hammer. Können wir nicht werfen. Sonst würde jetzt diese Hand kommen, die wir letztens hatten bei dem Portal. Was ist mit dir? Oh, der Stein bewegt sich ja noch. Na gut, dann müssen wir doch nichts durchwerfen. Ah, wir sollten das Schild wieder in die Hand nehmen. So. Hier ist nichts. Also raus und rechts rum und da ist nichts. Also diese Planken finde ich echt irritierend.
Und ich will sie mal kaputt machen, weil das sind nur so zwei fisselige Dinger. Die könnte sogar ich in Real Life kaputt machen. Aber na gut. Ich höre Gestöhne. Ah. Und arbeiten sie diesmal zusammen? Nee. Oh, das letzte Herz. Schön, schön. Seht ihr das da im Hintergrund? Okay, jetzt nicht. Mach's nochmal, dober Zombie. Da. Wenn man sie schlägt, sieht man im Hintergrund noch so einen Zombie als quasi Schatten. Deswegen dachte ich mal, da wären mehrere, aber das ist wohl irgendein Bug. Und ja, um euch den Bug zu zeigen, haben wir uns jetzt auf 10% Leben runterprügeln lassen. Ja, was man nicht alles für die Wissenschaft macht. Inzwischen haben wir richtig viel Mana. Ich meine, wir können jetzt schon 4-5 Mal Heilzauber machen, bevor wir alle sind. Aber wir haben ja auch schon 2 oder 3 permanente Mana-Tränke gefunden. So, was haben wir hier? Eine Platte, die wir nicht drücken können. Also wahrscheinlich wieder für einen Block. Wo waren die magischen Sachen drin? Hier war gar nichts drin. Da, Krimskrams, der war leer. Hier waren die magischen Sachen. Wir haben 1, 2, 3 Blöcke. Also könnten wir den verballern. Gut, packen wir die restlichen Sachen auch mal hier rein, wo wir gerade dabei sind. Alles schön auf sein Häufchen, wo es hingehört. Gifttränke können wir auch mal reintun. So oft werden wir nicht vergiftet. Also bisher haben wir nur eine Art von Monster getroffen, die vergiften kann. Und die werden wir hier erstmal nicht so schnell wieder treffen. Zwei dieser Seetangen in Unterwasserwelt. Den Berserkertrank kann auch noch da rein. Und sonst haben wir keine... Ah doch, die goldenen. Wir haben inzwischen richtig viele von den goldenen Symbolen. Also ja, ich sollte jetzt nicht mehr pausieren, sondern das nächste Mal einfach zu dem Altar unten gehen. So, und Schild. Dann gucken wir uns hier erstmal zu Ende um. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Block, den man verschieben kann, so wie der da. Dann müssen wir nicht extra einen schwören. So, also du musst runter und runter und runter und nach da. So, und ruf da. Und es hat nicht klack gemacht. Das ist jetzt komisch. Aber wir lassen ihn einfach mal da stehen. Im Notfall können wir immer noch kaputt prügeln. Was schon komisch ist, dass wir irgendwelche Planken nicht zerstören können, aber so einen riesigen Steinblock mit 2 Schlägen. Hä? Nicht gedrückt. Kein Geräusch. Aber eben gerade habe ich so einen Schung, 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 Schung gehört. Da war es wieder. Ach, das wird wohl der rollende Stein sein, hm? Komisch, komisch. Oh, noch ein Zombie. Naja, wo wir gerade vorhin beim Inventar waren und den ganzen Kisten, dass die Kisten, die wir jetzt inzwischen haben, hier das Inventar eher zumüllen, als dabei helfen, das zu organisieren. Ich habe nicht bedacht, dass... Oh, die kann man drücken. Das ist doch schon mal gut. Ich habe dabei nicht bedacht, dass manche Charaktere Stärke haben wie wir. Das heißt, wenn jetzt ein Mage nur 1, 2 Punkte in Stärke hat, kann er natürlich viel, viel weniger tragen als wir. Das heißt, so ein Charakter könnte vielleicht dann die ganzen Sachen, die es nicht braucht, in so eine Kiste packen und die Kiste irgendwo an eine Stelle packen, wo man leicht wieder rankommt. Zum Beispiel in einer unterirdischen Stadt. Das würde Sinn machen. Aber für uns, da wir eh tierisch viel tragen können, ist es nicht ganz so sinnig. Aber gut, wir wollen jetzt die Steine haben. Die Steine waren im Sack, richtig. Unsere ultimative Waffe. Steine im Sack. Eigentlich sind das Steine in der Socke, oder? Als Gefängniswaffe? Habe ich irgendwo mal gelesen. So. Aber lässt sich nicht auslösen. Und wir hätten erst wieder den Sacktest machen sollen. Aber naja. Fällt immer erst später ein. So, alle rein. Und Schild. Und Block. So, jetzt haben wir noch 3 von den Blöcken. Oder waren es 2? Auf jeden Fall nicht mehr allzu viele. Das heißt, wir sollten keine verschwenden.